Wir haben zwei Probleme in unserer Umma, in dieser Jugend. Und jetzt kommt das erste Problem. Welches Problem? Fangen wir mit uns Männern an. Dieser Bart im Gesicht ist fehl am Platz. Wie benehmen wir uns? Es ist leider eine traurige Realität, dass bei uns die reale Welt sich mit sozialen Medien vermischt hat. Ob wir wollen oder nicht. So wie du in sozialen Medien geliebt und gehasst wirst, so wirst du auch im realen Leben geliebt und gehasst. Und mittlerweile, er verbringt ja mehr Zeit mit seinem Handy als mit seinen Eltern. Als würde sein Handy ein Tor zu Gender sein. Unter den Füßen von seinem Handy, unter den Lautsprechern liegt Paradies. Irgendwie haben die das so mitbekommen. Nicht unter den Füßen der Mutter, sondern unter den Lautsprechern des Handys. Und dann siehst du POV, TikTok, POV. Was soll eigentlich POV bedeuten? Allahu al. POV. Wenn sie denkt, du bist draußen mit deinen Jungs und gehst ihr fremd. Und du in Wirklichkeit. Dann hat er ein Gewand an und dann singt er, oh Allah, the Almighty, Allah. Hey, habe ich was falsch verstanden, Bruderherz? Wallahi, wir haben früher dafür Schläge bekommen. Ich schwöre euch bei Allah, die Älteren haben uns geschlagen, wenn wir sowas gemacht haben. Auch wenn ein Gewand nichts Religiöses ist. Es ist eine Tradition. Es gibt marokkanische, saudische, tunesische, afrikanische. Hat nichts mit Dien zu tun. Es passt nur zum Dien. Es bedeckt perfekt deine Aura. Mehr nicht. Aber wenn du sowas anhattest. Bruder, du warst Imam, Sheikh. So, Jesu. Du hast dich dementsprechend benommen. Heute haben wir Männer diese Gewänder, wallahi, wie Karneval gemacht. Karneval, angezogen, khalas. Bruder, trag diese Sache, diese Gewänder mit Respekt. Es geht nicht darum, die schönsten Farben zu haben. Es geht darum, dass du dich dementsprechend benimmst. Andere Sache. Bruder, ich gehe Tarawih. Ich bin müde, Bruder. Ich bin kaputt. Du bist den ganzen Tag am Fasten, arbeiten, fährst hoch, runter. Dann brichst du dein Fasten und dann siehst du, boah, 8 Uhr, nur eine Stunde hast du Zeit, ich muss zum Masjid. Männer beten Allah an. Männer opfern für ihre Familie. Das ist das, was ein Mann macht, oder? Ein Mann trägt. Ein Mann opfert. Es ist egal, ob es dir gut geht oder nicht gut geht. Man hat unsere Väter damals auch nicht gefragt, geht es dir gut, Baba? Er war ein Mann, er hat getragen. Deswegen sehen sie mit 60 aus wie 80. Mit 40 haben die weiße Haare wie 80-Jährige. Weil sie Sorgen getragen haben. Das macht ein Mann. Und wie ein Mann sind sie zum Masjid gegangen und haben gebetet, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und dann hat er seine Sorgen Allah erzählt. Allah weiß, was unsere Väter im Sujud gesagt haben. Kein anderer. Heute, Bruder, die Männer, die erzählen alles. Oh, Bruder, ich habe sie verlassen. Weißt du, Alhamdulillah, Allah hat mir. Was hast du verlassen, Herr Selemi? Es gibt Geschwister in Gaza, in Palästin, die verlieren ihre Kinder, ihre Eltern, ihre Mutter. Habt ihr die Videos gesehen? Wo der Opa sein Enkelkind, seine Enkeltochter begräbt und sagt, du bist die Seele meiner Seele. Und der heult nicht so rum, der lacht. Und du heulst rum, weil du im Ramadan 30 Tage deine Freunde nicht mehr schreiben kannst? La hawla wa la quwwata illa billah. Und mit dir sollen wir, was sollen wir mit dir machen, Bruder? Was sollen wir mit dir machen? Und dann schreibt er das wieder, POV. Dann sind sie in der Moschee, Jugendliche, Bruder, als wäre die Moschee eine Shisha-Bar. Dann sitzen die da, Videos, weil es geht ja nur noch um Videos, Bruder. Es geht ja nicht um Ramadan, um Vergebung, dass Allah mir vergibt, dass ich mich besser, weil ich weiß, ich werde ja sterben. Wir haben ja gestern, vorgestern die Nachricht bekommen, ein Bruder ist gestorben. Allah erhamu. Es geht darum, wie der alte Haji erwartet, wenn er sich in der Lücke reinpackt. Und dann machen die sich so lustig, so. Und dann like. Das machen Männer, Bruder? Wie soll aus sowas ein stabiler Vater werden? Und es geht nicht darum, dass die, die es aufnehmen, sondern die, die es liken und die, die sich das anschauen. Und das feiern. Was ist denn daran, Bruder, habe ich irgendwie was falsch verstanden in dieser Religion, Bruderherz? Habe ich irgendwas missverstanden unter Männlichkeit? Bruder, so witzig bist du gar nicht. Wallahi, nur weil eine Dilara dich schreibt, ich sterbe. Wallahi, du bist genau wie diese Dilara geworden. Männer machen sowas nicht, Bruder. Ein Mann, ein werdender Mann macht solche Videos nicht. Ein Mann, Bruder, ich sitze, wenn ich zum Masjid gehe, Bruder, ich sehe die alten Hujjaj, die lesen 3 Stunden Koran und ich denke mir, ja Allah, ich schaffe es nicht, eine Seite ohne zu gehen. Und dann lesen wir Koran und dann siehst du im Koran, er schließt den Koran und dann liest er weiter. Was schreibt die konvertierte Lena? Ah, okay. Konvertierte Lena 2 blaue Haken. Shema 2 blaue Haken. Koran
einhaken. Ist zu, nicht erreichbar für mich. Ist das, was ein Mann macht? Khalid! Wer kennt von euch Khalid bin Walid? Saifullah! Dieser Mann hat über hunderte Kriege geführt. Über hunderte von Kriegen. Ja. La ilaha illallah. Saifullah, das Schwert Allahs. Über hunderte von Kriegen geführt. Am Ende war er am Weinen. Und sie fragten ihn, warum weinst du ja, Khalid? Wir kennen dich nicht, dass du weinst. Du bist ein Mann, ein Rajul, ein Salami. Warum weinst du? Er sagte, ich weine, weil ich zu wenig Zeit verbracht habe mit dem Koran. Und der Mann war Bruder, wegen ihm tragen unsere Mütter Kopftücher. Wäre dieser Mann nicht da, Allahu alam, ob meine Mutter ein Kopftuch tragen würde oder nicht? Ob deine Schwester ein Kopftuch tragen würde oder nicht? Ob du Mohammed heißen würdest oder nicht? Und dieser Mann weint. Und es wird überliefert, der hatte keine vier Finger. Wo er nicht eine Schnittwunde hatte. Wo er nicht eine Schnittwunde hatte von Schwerter, von Pfeilen. Und er weint und sagt, ich habe zu wenig Zeit verbracht mit dem Mushaf. Das war dieser Mann, der sagte, wir fürchten nicht das, was unsere Augen sehen. Was ich sehe, habe ich keine Angst. Ich habe Angst vor dem, was ich nicht sehe. Und das ist Allah. Dieser Mann, als er vor den Feinden stand und die extra Staub aufgewirbelt haben und getrommelt haben und gerufen haben und er nur gelacht hat und hat gesagt, wollt ihr uns etwa Angst einjagen? Ich komme mit Männern, die den Tod mehr lieben als ihr das Leben. Wein und Frauen, ihr wollt mir Angst machen. Und dieser Mann weint, weil er sagt, ich habe zu wenig Zeit verbraucht mit diesem Koran. Weil dieser Koran ihn genau so gemacht hat, wie er war. Und jetzt kommst heute du, Bruder, Wallahi 24-7, als würde Allah subhanahu wa ta'ala gesagt haben, Shahru Ramadan, in dem wir die Anashid herabgesandt haben. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Nicht Anashid. Jungs, das ist nicht Ramadan. Ramadan ist nicht immer, wir sitzen jetzt, oh, ich habe Abdulhamid gesehen. Abdulhamid ist hässlich, lass mal Abdulhamid beiseite. Bruder, du bist hingekommen um Vergebung. Jeder Schritt ist Hasana, jeder Schritt ist Vergebung von Sünden. Jede Zeit, die du hier verbringst, Allah belohnt dich. Und jetzt haben wir Ferien. Was machen wir den ganzen Tag? 12, 13, 14, 15 Jahre bei euch? Selbst bei euch 12, 13, 14-Jährigen, die Engel schreiben auf. Ihr seid nicht sündenfrei. Manchmal wünsche ich mir wieder Kleine zu sein, weil er hat keine Sünden, egal was er macht. Aber ab diesem Moment, wenn die Engel aufsetzen, ach da, Bruder, die Taten werden geschrieben. Die Tinte trocknet, kannst du nicht löschen, nur durch Tauber. Und dann verbrauchen wir unsere Zeit für nichts.